Wir haben noch 3 Monate Offseason vor uns, Leute. Und diese 3 Monate Offseason werde ich maximal nutzen. Und was ich jetzt verändern werde in den nächsten 3 Monaten, um diese Zeit maximal zu nutzen, um nochmal alles herauszuholen, maximale Gains zu machen, vor allem im Unterkörper, das verrate ich euch heute in diesem Video. Eine Schwachstelle, die ich will nicht sagen neu für mich entdeckt habe, aber die ich so ein bisschen wieder präsenter in meinem Kopf habe, sind meine Adduktoren. Weil ich habe früher so gut wie gar keine Adduktoren trainiert, weil ich sehr funktionell trainiert habe und eigentlich nur Grundübungen gemacht habe, wenig Isolationsübungen und schon gar nicht habe ich mich an den Adduktor gesetzt. Und ich glaube, deswegen habe ich so über die Jahre eine kleine Adduktorenschwäche entwickelt. Und seitdem ich bei Stefan bin, mache ich schon Adduktor. Aber ich habe das Gefühl, das wächst nicht so schnell. Und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was machst du? Und letztens hat Michi was gesagt, als wir trainiert haben bei ihm. Er meinte, dass es voll häufig unterschätzt wird, Isolationsübungen mit aktiver, geplanter Progression zu machen. Also quasi Isolationsübungen auf Schwachstellen bezogen, sich auszuschreiben, das Gewicht und dann wirklich probieren, sich über langen Zeitraum zu steigern. Und genau das möchte ich jetzt die nächsten 3 Monate machen. Ich möchte Isolationsübungen wie Adduktor und auch Abduktor und auch Kickbacks mit mehr geplanter Progression machen und nicht nur am Ende, wenn eh schon die Luft raus ist, ein bisschen durchpumpen, sondern vor allem am Anfang des Trainings dort richtig Gas geben, mir die Gewichte mitschreiben und so hoffentlich bessere Adduktoren und Abduktoren, was heißt Abduktoren gibt es nicht, aber besseren Upper Glute und bessere Adduktoren ausbilden. Und ich sehe das auch als eine Art Selbstexperiment, weil im Endeffekt mache ich jetzt, wie gesagt, diese geplante Progression und kann halt schauen, okay, wenn ich mich im Gewicht steigere, baue ich dann wirklich signifikant Muskulatur an dieser einen Stelle auf. Weil der Adduktor ist halt wirklich nur für den Adduktor und für nichts anderes. Wenn ich die Muskulatur dort gut spüre, mich steigere, dann bleibt meinem Körper eigentlich in der Theorie nichts anderes übrig, als dort zu wachsen. Also mitschreiben ist natürlich maximal essentiell, weil wir nur so wissen können, ob wir uns steigern, gerade in diesen kleinen Schritten. Und das letzte Mal habe ich 7,5 Wiederholungen gemacht. Also beim 8. habe ich gespottet mit 85 Kilo. Jetzt probiere ich 8 bis 10 zu machen mit 85 Kilo. Das heißt 2 Wiederholungen mehr. 1 oder 2. Plan ist aufgegangen. Waren 9 3/4 Wiederholungen. Und das notiere ich mir auch so. Und nächstes Mal werden dann 10 oder 11 gemacht. Dann gibt es noch 2 Back-Off-Sätze, weil ich ja für die Adduktoren auch ein bisschen mehr Volumen machen möchte. Also intensiv als auch ein bisschen mehr Volumen. Also nicht nur 2 Sätze, sondern 3 Sätze. Und das Ganze mache ich jetzt, ich glaube, in jedem Beintraining einfach als allererstes und schau, was passiert. Ich war in der letzten Zeit immer so ein bisschen entspannter, was das Ganze angeht, weil ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich es genauso gemacht wie jetzt. Und dann ist man irgendwann zu krass verkopft und dann deprimiert einen das so ein bisschen. Obwohl man dann vielleicht vergisst, dass man eigentlich ein besseres Muskelgefühl hatte oder eine bisschen bessere Range of Motion. Das kriegst du ja auch nicht immer dann mit. Aber ich merke jetzt, es ist so ein bisschen an der Zeit, okay, dass ich wieder das mehr priorisiere, mehr wirklich auf die Zahlen zu schauen, bis ich halt merke, okay, ich bin wieder zu verkopft und lasse es vielleicht auch wieder und gehe das Ganze wieder ein bisschen entspannter an. Aber ich will es wirklich mal für eine Zeit, ob es jetzt die vollen 3 Monate sind, die 12 Wochen, oder vielleicht auch nur 8 Wochen, möchte ich das jetzt voll priorisieren und bei den Grundübungen, soweit auch bei den Isolationsübungen, voll auf mein Gewicht schauen, voll auf die Wiederholungen schauen. Dann gehen wir weiter zum Leg Curl. Hier genau dasselbe. Ich habe mir die letzten Wochen aufgeschrieben, wie viel Gewicht ich gemacht habe, wie viele Wiederholungen und das probieren wir weiter zu schlagen. Ist nämlich auch wichtig, dass ich nicht den rechten benutze, sondern den linken benutze, weil ich ja nicht weiß, ob der rechte wirklich genauso schwer ist wie der linke, deswegen mache ich es immer am linken. Das widerspricht sich vielleicht mit dem Fakt, dass ich ungleiche Scheiben benutze, aber das ist mir hier schon wichtig dann. Das wird jetzt auch schon gut schwer, also auch eine Isolationsübung, Leute, darf herausfordernd sein, gerade wenn ihr eine Muskelgruppe extrem wachsen lassen möchtet. Ja, natürlich, die Grundübungen sind wichtig, aber wenn ihr Fokus auf eine bestimmte Muskelgruppe legen wollt, dann macht die Isolationsübungen auch. Und wie gesagt, mein Key wird es jetzt sein, hoffentlich zu mehr Muskelaufbau in den nächsten 3 Monaten, dass ich mich auf diese Übungen fokussiere und Progression dort erziele. Und dann freut ihr euch eben auch, wenn es dann klappt. Ich habe letzte Woche 8,5 geschafft, jetzt habe ich gerade 10 geschafft. Das ist halt schon mal sehr gut, beide Übungen im Top-Set und im Back-Off-Set gesteigert. Also mehr Reps gemacht.
Dann kommen wir auch eigentlich zu meinem zweiten Tipp. Und zwar stick to the basics. Diese Hackenschmidt mache ich eigentlich in jedem Training und werde ich auch weiterhin in jedem Training machen. Und zwar weiterhin auf Progression. Das ist etwas, was ich die letzten 4 Wochen ungefähr schon verstärkt gemacht habe. Also wirklich danach gestrebt, in dieser Übung stärker zu werden. Und was ich jetzt weiterhin verändern werde, ist, dass ich nicht so viele Variationen von allen Sachen machen werde. Also ich werde mich für eine Sache entscheiden. Für eine Beinpresse, für eine Art von ADLs, für eine Hackenschmidt, für eine Art von Hip Thrust. Ich werde es nur noch an der Multipresse machen zum Beispiel, da kommen wir auch gleich noch zu, weil ich in dieser einen Sache stärker werden möchte und so die Progression einfach besser messbar ist. Und ja, wie auch in den Isolationsübungen dann einfach sicherstellen kann, dass ich genau die Muskulatur aufbaue, die ich aufbauen möchte. Und je mehr wir variieren, desto schwieriger ist es halt, genau diesen Progress zu messen. Deswegen werde ich jetzt darauf explizit Acht geben, dass ich nur die Basics mache. Und die Hackenschmidt ist echt immer ein mentales Game, weil die wirklich schon jetzt an einem Punkt ist, wo es sehr schwer wird. Aber jedes Mal schaffe ich es eigentlich, mich zu steigern, wenn mein Fokus stimmt. Und den müssen wir jetzt heute noch mal ein bisschen aufbauen. Und Leute, Warm-Up-Sets, ultra wichtig, gerade bei solchen Übungen. Macht euch warm. Gewöhnt euren Kopf und euren Körper an die Bewegung und auch langsam an das Gewicht. By the way, habe ich gerade die Nachricht bekommen, dass ab Mittwoch, den 1.2., der ESN-Shop mit 20% auf alles rabattiert ist in meinem Coach's Bikini. Das bedeutet, ihr könnt mit dem maximalen Rabatt shoppen, mit meinem Code. Ihr könnt shoppen die wichtigen Metallstoffe, Athlete Stack, Zink, Omega-3. Ihr könnt die Proteine shoppen, ihr könnt euch die Bio-Produkte shoppen, die nicht rabattiert sind. Ihr supportet mich aber trotzdem, wenn ihr meinen Code nutzt. Gönnt euch 20% auf alles. Das war heavy, Leute. Gerade noch den Back-Off-Set mit 20 Reps gepackt. Letzte Woche mit weniger Gewicht nur 18. Also es läuft, würde ich sagen. Tipp, bleibt bei denselben Übungen und steigert euch da. Ihr adaptiert daran und ihr werdet besser und stärker und ihr wächst. Weiter geht's mit Kickbacks. Genau dasselbe eigentlich wie mit den anderen Isolationsübungen. Ich könnte jetzt auch mich mit Kickbacks am Kabel abwechseln oder mit Kickbacks an einer anderen Maschine. Aber ich mache jetzt die Maschine und steigere mich hier einfach kontinuierlich weiter. Und dann schauen wir, was passiert. Zur Technik hier bei den Kickbacks. Wir können die Kickbacks eigentlich auf primär 2 verschiedene Art und Weise machen. Wir können sie machen mit einer leichten Abduktion, so wie ich sie jetzt gerade mache. Da stellen wir uns ein bisschen schräger und probieren halt unsere Hüfte zu abducten. Damit treffen wir mehr den Glute Medius, das heißt den oberen Glut, quasi dieses Scharf Booty zu basteln, damit der oben schon ausladend ist. Und wir können den Kickback ohne Abduktion machen. Das heißt quasi einfach gerade nach hinten die Hüfte strecken und dann haben wir mehr den Glute Maximus drin. Je nachdem, worauf wir mehr den Fokus legen wollen. Glute Maximus habe ich eh schon in sehr vielen Übungen mit drin, Hip Thrust, Hack Squat. Und der Medius in der Abduktion wird häufig ein bisschen mehr vernachlässigt, deswegen hier der Fokus drauf. Es geht weiter mit den Hip Thrusts. Auch hier werde ich jetzt bei den Basics bleiben, und zwar bei der Multipresse. Hier habe ich einfach das stabilste Setup mit der besten Range of Motion und kann hier die besten Gewichte ballern und kann mich auch am besten progressiv steigern. Warm-Up-Set habe ich jetzt eingemacht. Jetzt lade ich Gewicht drauf und mache entweder 2 oder 3 Sätze. Einen schweren Satz gemacht und darauf kann ich jetzt aufbauen. Das notiere ich mir jetzt. Ich habe 8 gemacht. 8 mit 120 Kilo plus Multipresse. Und nächstes Mal probiere ich 9 zu machen oder 125. Werde ich dann sehen, je nach Tagesform. Jetzt mache ich noch 2 Back-Off-Sets. Und als nächstes eine auch wieder altbekannte und altbewährte Übung, und zwar die Icarian Leg Press, meine allerliebste Leg Press. Wir haben hier verschiedene Leg Presses, aber wie schon gesagt, bei den anderen Übungen auch, wir wollen steigern, wir wollen besser werden, wir wollen stärker werden. Und es geht am besten, wenn wir bei der einen bleiben, und die spüre ich ohne mal gut im Glut. Schaut, dass ich eine gute Range of Motion absolviere, aber ohne, dass unten mein Po hochkommt. Das heißt, ich gehe so tief, dass ich meinen unteren Rücken nicht extrem spüre und meine Knie außen habe, schön aus der Ferse nach oben wegdrücke. Das zeige ich euch jetzt. So, schaut, wie ich meine Füße platziere, wenn ich sie hier oben habe.
dann habe ich logischerweise einen Glutfokus. Würde ich jetzt hier unten drücken, dann hätte ich einen sehr starken Quadfokus, weil ich eine starke Knieflexion habe. Wenn ich hier oben bin, arbeite ich mehr aus der Hüfte als aus dem Knie. Natürlich kann man das Knie nie ganz rauslassen. Also das Knie hat immer eine leichte Beugung. Deswegen der Quad ist immer mit dabei. Beschwert euch nicht, wenn ihr ein bisschen den Quad spürt, solange ihr wirklich auch primär den Gluteus spürt. Das ist ganz normal. Wenn ich mich dann nach oben wegdrücke, stelle ich mir vor, wie ich aus der Ferse nach oben hochpusche und quasi richtig schön aus dem Glut ziehe, beziehungsweise drücke in dem Fall. Und aus der Ferse nach oben vorstellen, dass die Knie zurückziehen. Knie zieht zurück und Ferse schiebt nach vorne. So kriegt ihr richtig schön den Glut. Ziel, 12 ordentliche. Ordentlich heißt, gute Tiefe, wenig Pause zwischen den Reps, ist auch immer gut. Bisschen Angst, weil es wird schon hardcore. Aber Intra hat geregelt. Intra ist schon fast leer, aber gibt mir halt echt gut Energie noch für zwischendurch. Besser Pump, beste Energie. Let's go. Der Burn ist da. Und das ist auch noch ein weiterer Tipp, Leute. Reduziert das Junk Volume. Also zwei Sätze reichen bei der Beinpresse, bei Hexquad, bei den Grundübungen häufig aus, um wirklich das Maximum aus dem Muskel rauszuholen. Wenn ihr zwei Sätze macht und richtig durchzieht, dann braucht ihr keine dritten oder vierten Satz. Dann ist durch die Geschichte. Aber dafür müsst ihr halt richtig Gas geben in den Sätzen. Das ist wichtig. Und zum Schluss gibt es noch zwei Sätze Abduktor. Wir haben ja schon bei der Kickback-Maschine ein bisschen was für den Medius gemacht. Und jetzt mache ich noch eine zweite Abduktionsübung, eben auch, weil der Medius, der Upper Glute, eine Schwachstelle von mir ist. Und deswegen gibt es noch ein Back-Off-Set und ein Top-Set vom Abduktor. Hier habe ich auch schon ganz oft gesagt, ganz wichtig, dass wir außen schön in die Kontraktion reingehen, dass wir das Gewicht kontrolliert wieder zurückfahren, niemals die Spannung vom Muskel lassen und uns auch nicht nach vorne lehnen, weil wir dann mehr die Spannung auf den Glut Maximus, also auf den unteren Teil vom Glut, verlagern. Wir wollen ja aber hier den Upper Glut treffen, deswegen schön nach hinten lehnen, Brust raus und immer schön auf den Upper Glut fokussieren, dass die Kontraktion bleibt. Okay Leute, das war's mit meinem Beintraining. Es war mega gut. Ich habe mich eigentlich in allen Übungen gesteigert, außer bei der Beinpresse. Aber wie gesagt, ist okay, weil ich habe mich verglichen mit dem Mal, wo ich die Beinpresse zu Beginn gemacht habe und logischerweise ist es unwahrscheinlich, dass ich am Ende genauso viel Kraft habe wie am Anfang, trotz Intra. Und die nächsten 3 Monate werden intens. Wie gesagt, ich werde mich extrem auf die Kraft fokussieren. Ich werde mich extrem darauf fokussieren, mich in den Grundübungen, aber auch in den Isolationsübungen zu steigern, die Basics zu machen, nicht so viel herumzuswitchen und ja, so sicherstellen, dass ich maximale Gains mache in der nächsten Zeit. Eine weitere Maßnahme werde ich noch vornehmen. Und zwar werde ich jetzt wirklich zu 100% am Plan essen. Ich habe schon die letzten Wochen immer 1 bis 2 Mal mindestens auswärts gegessen und das will ich jetzt wirklich minimieren, damit ich einfach die maximale Leistungsfähigkeit im Training bringen kann. Weil wenn ich zum Beispiel an einem Samstagabend auswärts esse, so wie zum Beispiel letzte Woche, als wir Sushi essen waren mit dem ganzen Bio-Team und dann am nächsten Morgen Beine trainieren möchte, habe ich zwar viele Carbs-Intus, aber meine Verdauung läuft mit Sicherheit nicht so gut, wie als hätte ich abends meinen Quark gegessen und mein normales Meal. Und Verdauung ist ultra wichtig für die Leistungsfähigkeit und ich kann am allerbesten trainieren, wenn ich meine Lebensmittel esse, von denen ich weiß, dass ich sie gut vertrage. Und ich will wirklich, wie gesagt, alles rausholen, die nächsten 3 Monate nochmal maximale Gains machen, um verbessert auf der Profibühne zu stehen, im Herbst hoffentlich. Und ja, ich lasse keinen Stein unumgedreht. Ich will alles geben. Und das sind die Dinge, die ich dafür tun werde. Ihr werdet natürlich mitgenommen auf dem Weg. Ich bin total gespannt, wie sich meine Form weiterentwickeln wird, mein Gewicht weiterentwickeln wird, meine Kraft weiterentwickeln wird. Ich bin hyped, ich werde alles tun. Jetzt werde ich noch eine Runde posen und wir sehen uns im nächsten Video. Es wird, denke ich, mal wieder ein Full Day of Eating von mir geben. Wenn ihr Bock habt auf ein Full Day of Eating, dann vor allem mit meinen aktuellen Mengen, wie viel ich von was esse, dann lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke für euren Support. Denkt dran, aktuell 20% auf alles bei esn.com mit Coach Jules Bikini. Bis bald. Ciao.